Jetzt sind wir hier also in New Oxford. Und New Oxford ist bekannt als Stadt der Bildung. Und früher gab es hier mal... Ah, da hinten sehen wir auf dem Radar. So, und so funktioniert das. Da oben sehen wir ihn ja auch. Auf dem Radar sehen wir einen Teleporter in Blau eingezeichnet. Und ihr seht ja, ich habe den noch nicht auf der Karte. Und so kommt man zu den Teleportern, indem man nämlich durch die Gegend marschiert. Normalerweise nicht weiß, wo sie stehen. Hier weiß ich es jetzt, weil ich es sehe. Und es gibt auch Guides, die schriftliche Reiseführer, die von manchen Leuten gemacht werden. Alice in Wonderland ist zum Beispiel eine, die früher sehr gute Guides geschrieben hat. Da stehen alle Teleporter verzeichnet. Kann ich auch ein bisschen schneller gehen? Hey. So, das ist der Teleporter namens Bilton Towers. Die Bilton-Türme. Und oh Wunder, es sind diese Gebäude hier gemeint. Da gehen wir gleich mal hin. Erstmal werden wir hier diesen Bilton Tower uns einverleiben in unsere Karte. Da sollte dann nämlich gleich eine Mitteilung kommen, wenn wir nahe genug dran sind. Na, sind wir noch nicht nahe genug dran? Jetzt warte ich mal ein bisschen. Doch, so. Jetzt sind wir nah genug dran. Jetzt werden wir erst ihn nochmal in Betrieb nehmen, damit wir auch sicher sind. Okay, wir haben ihn erfolgreich entdeckt. Bilton Towers Teleporter. Wunderbar. So, New Oxford war früher eine Stadt der Bildung. Da gab es hier noch irgendeine Universität. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und jetzt suche ich mal hier nach dem Gebäude B wie Bertha. Das hier sind nämlich Wohngebäude. Und ich versuche mal ein Bilton Towers B. Das war das. Ist ja das schon hier, ne? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. So, diese Gebäude sind nämlich Bilton Towers 3. Na gut, ist egal. Gehen wir einfach mal rein. Das sind nämlich Wohngebäude. Da kann man sich Apartments holen. So, wie hoch geht denn das hier hinauf? Bis auf Etage 7. Da gehen wir mal ganz nach oben.